Engro, Chat, das WhatsApp der Verbrecher. Das habe ich noch nicht gesehen. Scheint sehr interessant zu sein. Organisierte Kriminalität hat seit Ewigkeiten ein Problem mit Handys. Man kann sie abhören, hacken und überwachen. Sie sind ein konstantes Sicherheitsrisiko. Klar, man kann sich Burner-Phones holen, Klapphandys für 20 Euro mit immer neuer Nummer, die man regelmäßig wegschmeißt, um die eigenen Spuren zu verwischen. Aber so eine richtig gute, bequeme, sichere Lösung ist das auch nicht. Rund um dieses zeitlose Problem hat sich in den letzten Jahren ein dubioser Markt gebildet. Es gibt Unternehmen, die modifizierte Smartphones verkaufen, hermetisch abgeriegelt, sicher und anonym. Ein solcher Anbieter war EncroChat. Verschlüsselte Handys, ohne Kamera, ohne GPS, in einem geschlossenen Netzwerk mit nur einer essentiellen Chat-App. Quasi dem WhatsApp der Verbrecher. Diese Heftig. Handys wurden von Kriminellen überall in Europa genutzt. Und leider war EncroChat am Ende doch nicht so sicher und anonym wie gehofft. Ja, weil die sich mit mir angelegt haben. Die wussten nicht, dass mir das eigentlich gehört und dass ich Zugriff auf alle Daten habe von denen. Heute geht es um eine der größten polizeilichen Hacking-Operationen aller Zeiten. Die Geschichte spannt sich über den gesamten Kontinent. Sie reicht von dubiosen Tabakläden in den Niederlanden über Server in Frankreich bis hin zu britischen Kingpins. Sie handelt von Auftragsmorden, Folterkammern, Abermillionen Euro in Bargeld, von tausenden Kilo Drogen und korrupter Polizei. Krass. EncroChat wurde 2014 in den Niederlanden gegründet. Wer dahinter steckte, ist unklar. So oder so ähnlich sahen viele der Encro-Phones aus, die die Firma verkauft hat. Die Basis bildet ein gängiges Android-Handy. Die Kameras wurden entfernt, der GPS-Receiver, das vorinstallierte Mikrofon und der USB-Data-Port wurden ebenfalls ausgebaut. Wenn man nur den Power-Button gedrückt hat, ist das Handy ganz gewöhnlich hochgefahren und sah aus wie ein normales Android. Nichts Schön. Verdächtiges. Wenn man allerdings Power-Button und die Lautstärke-Taste gleichzeitig gedrückt hielt, hat man einen Screenshot ist das gemacht. Smartphone im versteckten EncroChat-Betriebssystem gestartet. Oh. Dieses Betriebssystem war laut der Firma super krass verschlüsselt und extrem sicher. Das jeweilige Encrophone und die zugehörige... Also wenn ich das mache, dann muss ich immer einen Screenshot machen. Also es macht bei mir automatisch einen Screenshot, wenn ich auf die Lautstärke-Taste nach unten drücke und auf die Aus-Taste. Ist für mich ein großes Problem. Könnte ich niemals so machen, wie er das macht. SIM-Karte konnten dem entsprechenden Kunden nicht zugeordnet werden. So sah die Benutzeroberfläche aus. Da wäre zum einen natürlich die EncroChat-App. Damit konnte man end-to-end verschlüsselte Nachrichten an andere EncroChat-Nutzer schicken und empfangen. Es gab auch ja EncroTalk für verschlüsselte Internettelefonie zwischen den Nutzern. Aber ich hab gesagt, Holy Nexus, oder? Dazu kamen ein paar weitere einfache Funktionen und ein separater 24/7-Support. Ach ja, und ein Währungsrechner, wahrscheinlich hilfreich bei allerlei größeren Import-Export-Deals. Mit einem bestimmten Code konnten Nutzer alle Daten auf ihrem Encrophone umgehend löschen. Wenn man das Passwort zu oft falsch eingab, wurde ebenfalls alles gelöscht. Die Handys haben ca. 1000 Euro gekostet, plus 1500 Euro für einen sechsmonatigen Vertrag mit weltweiter Nutzbarkeit. Encrophones wurden mutmaßlich von sogenannten Resellern verkauft, in dunklen Seitenstraßen und Hinterhöfen. Zu den Resellern gehörten vermutlich zwei Tabakläden in Rotterdam und Leeuwarden. Das angebliche Headquarter von EncroChat lag in einem Amsterdamer Hafengebiet. Über die Jahre ist EncroChat in gewissen Kreisen quasi zum Industriestandard geworden. Bereits 2018 werden die Handys zum Beispiel bei zwei britischen Auftragsmördern gefunden. Auch Drogengangs in Gloucestershire haben Encrophones genutzt. Mitte 2020 hatte EncroChat weltweit rund 60.000 Nutzer, davon 12.000 in den Niederlanden, 10.000 in Großbritannien und mindestens... Muss dir mal vorstellen, 12.000... So ein Handy hat 1500 Euro oder 1000 Euro gekostet, sagen wir mal 1000 Euro. Das sind 1,2 Millionen Euro. Hier nochmal 1 Million Euro. Hier in Deutschland vor allem auch 3, was laber ich, das sind 12 Millionen Euro. 10 Millionen Euro, 3 Millionen Euro, heftig. Mindestens 3000 in Deutschland. Ich lasse die. Das klingt vielleicht... Plus der Vertrag, das kommt dann halt drauf an, ne? Erstmal nach nicht besonders viel. Aber hierbei handelt es sich mutmaßlich fast ausschließlich um Kriminelle.
Ja, Anfang Juni 2020 in Großbritannien. Die Polizei scheint dem organisierten Verbrechen immer einen Schritt voraus zu sein. Viele EncroChat-Nutzer kriegen Angst. Kingpins, Bosse, normalerweise unantastbar, werden hochgenommen. Die National Crime Agency, kurz NCA, ist alles und jedem ganz, ganz dicht auf den Fersen. Seit Mai spinnen einige der Encrophones. Die Nutzer können ihre Daten nicht mehr löschen. Seltsam. Dann in der Nacht. Und da haben die sich nämlich nicht mit mir angelegt, nicht mit irgendwelchen anderen angelegt, sondern mit mir angelegt. Weil ich habe gesagt, ich bin ja professioneller Hacker, viele wissen das ja nicht. Und ich habe da nämlich einen kleinen Code reingehauen, habe gesagt, hier, das geht nämlich nicht mehr. Da hat nämlich Encro gar keinen Zugriff mehr drauf. Das bin nämlich nur noch ich. Ich habe da nämlich so einen kleinen Button reingehauen. Da kommt die nicht mehr dran vorbei. Deswegen speichert es die. Und dann habe ich natürlich auch hier mit den NCA, mit denen habe ich auf jeden Fall hier viel Kontakt. Vom 12. auf den... Habe ich gesagt, hier, check die mal ab. Das geht nämlich gar nicht, was die hier machen. Die Menschen, die ist einfach Hacker. Ist also gar keine Ahnung von irgendwas. Auf einmal bin ich hier Hacker. 13. Ja, Juni 2020 erreicht alle EncroChat-Nutzer diese Nachricht. EncroChat wurde gehackt. Jemand ist in die Infrastruktur des Unternehmens eingedrungen. Die Attacke ist hochkomplex. Das Unternehmen kann sich nicht wehren und zieht den Stecker. EncroChat nimmt das gesamte Netzwerk offline. Nutzer sollen ihre Handys ausschalten und wegwerfen. Damn, was ist hier passiert? 2020, Leute, ihr habt es gehört. Das ist vor kurzem erst passiert. Wie krass ist das bitte? Wir einen Schritt zurück. Die französische Gendarmerie ermittelt schon seit 2017 rund um EncroChat. Die seltsamen verschlüsselten Handys werden immer häufiger bei festgenommenen Schwerverbrechern gefunden. Die Kommunikation zwischen EncroChat-Nutzern lief über geheime Server. Die Firma hat immer behauptet, diese Server wären offshore, irgendwo weit, weit weg. Irgendwann spüren die französischen Ermittler diese Server auf. Und naja, so offshore waren sie dann doch nicht. Genau genommen standen sie in Lille, mit dem Auto gar nicht so weit weg von den Niederlanden. Die Ermittler hacken diese EncroChat-Server und verschaffen sich Zugang. Im nächsten Schritt verschicken sie Ende März 2020 über die gekaperten Server vermutlich ein Update an möglichst viele Encrophones. In diesem Update war dann wahrscheinlich ein Virus versteckt, der fast das gesamte EncroChat-Netzwerk infiziert. Die Verschlüsselung der Chat-Nachrichten selbst wurde höchstwahrscheinlich nicht geknackt. Stattdessen lassen sich die Ermittler vermutlich Kopien von Nachrichten schicken, zusammen mit Nutzernamen und Passwörtern der Handys. Oh, dazu shit. Kommt eine Liste von Wi-Fi-Signalen. Stell dir mal vor, du gibst 2.500 € aus für das Handyvertrag und kannst es dann wegwerfen. Naja gut, man muss aber auch sagen, das sind halt Kriminelle, die vielleicht auch gerade was Drogen anbelangt, dadurch halt auch umso mehr Geld machen können. Ne? Aber stell dir vor, du kaufst das gerade frisch und auf einmal kommst du und musst es wegwerfen. Du hast noch nichts gemacht. Du musst einfach dieses Handy wegwerfen. Signalen rund um jedes Encrophone. Daraus kann man die Position... Beziehungsweise, du kannst mit dem Handy dann ja nichts anfangen. Ja, du musst ja nicht wegwerfen, wenn du eh noch nichts gemacht hast, aber du kannst damit nichts anfangen. Position der Nutzer ablesen. Ab April leitet die Gendarmerie die Daten über Europol an die Niederlande und Großbritannien weiter. Außerdem an Schweden und später auch an Deutschland. Die Ermittler können überall in Europa bei zahllosen Konversationen von EncroChat-Nutzern live mitlesen. Sie sitzen monatelang quasi bei jedem großen Drogendeal, bei jeder schmutzigen Abmachung, bei jeder Mordplanung im Raum. Aber auch jedes Mal, wenn ein Krimineller unvorsichtig wird und etwas über sein Privatleben verrät. Als EncroChat Mitte Juni bemerkt, was vor sich geht... Alter, das ist doch aber auch sau interessant, diese Nachrichten zu lesen, oder? Also ich meine, du sitzt dort, hast es gehackt und kannst sehen, wer was geschrieben hat. Und du kannst ja mitverfolgen, wie was sie für kriminelle Scheiße abziehen wollen. Finde ich übel interessant. Also das würde ich übel interessant finden, aber auch schwierig. Und die Nutzer warnt, ist es viel zu spät. In Frankreich heißt die Operation Emma 95. Sie hat bereits zu Hunderten von Festnahmen geführt. Bitte, so ist es. In Großbritannien wird die Operation Venedig genannt. Autsch. Die NCA hat über 746 Verdächtige festgenommen. Darunter sind Drogenkuriere und Nacktschiffe vor allem.
Nicht nur Drogenkuriere, wir haben gerade gesehen, das sind nur Nacksche. Gangmitglieder und Anführer von kriminellen Organisationen. Zu letzteren gehört zum Beispiel ein Spediteur, der einen europaweiten Drogenring... Also da brauchen Sie nicht die Augen zensieren, wenn der Balken so minimal ist, dass man den ganzen Typen gut erkennen kann. Also ganz ehrlich, entweder man zensiert die ganze Fresse, man zensiert wirklich den großen Balken oder halt... Also hier bloß die Pupille zu zensieren... Aber gibt für mich nicht so den großen Sinn. Aus seinem Wohnzimmer betrieben haben soll. Mega heftig, die Ermittler haben auch eine Razzia in einem Drogenlabor durchgeführt und 28 Millionen Pillen Straßenvalium gefunden. Außerdem ist das gut? Ist das OP, das Zeug? Das ist halt jetzt die Frage. Haben sie 45 Millionen Pfund Bargeld beschlagnahmt. 77 Waffen, 4 Handgranaten, 1800 Schuss Munition. Mehr als 2 Tonnen Drogen, Alter. 55 Sportwagen und 73 Luxusuhren. Operation Venedig war der größte Schlag gegen das organisierte Verbrechen aller Zeiten in Großbritannien. Ja, das andere GTA-Feeling hier. In den Niederlanden... Warte, ja, nach 3 Minuten geht's. ...läuft die Operation unter dem Codenamen 26 Le Mans und... Was, vor 2 Tagen gab es eine Großrazzia in Berlin, die auch auf Chatverläufe von EncroChat verwendet wurde. Also, ist das jetzt immer noch aktiv? Okay, ich dachte jetzt, er hat sich EncroChat komplett verabschiedet, aber okay, ist auf jeden Fall interessant. Hier wird es noch viel verrückter. Eine kleine Triggerwarnung an der Stelle, es geht um Entführungen und Folter. Die Niederlande. Oh, das ist doch Niederlande passiert. Das waren noch diese Container. Ich dachte mir nämlich schon, wenn sie zum Niederlande geht, dachte ich mir schon, es wird um diese Folterkammern in, also diese Foltercontainer in Niederlande gehen. Ich glaube, es war es in Amsterdam? Irgendwo war das. Also es kann sein, dass es jetzt um die Geschichte geht. Das war erst vor gar nicht allzu langer Zeit. Die hat über 100 Verdächtige festgenommen und über 8 Tonnen Kokain sowie 1,2 Tonnen Crystal Meth beschlagnahmt. Krank. Dazu Dutzende, teils vollautomatische Feuerwaffen, Uhren, 25 Autos und fast 20 Millionen Euro Bargeld. Die Ermittler haben außerdem 19 Drogenlabore hochgenommen und Entführungen, Erpressungen, Folter und Auftragsmorde verhindert. In mehreren Fällen wurde auf der Basis der Chats gegen korrupte Beamte ermittelt. Zusätzlich wurden einige Drogenschmuggelrouten identifiziert. Im September letzten Jahres gab es deshalb eine koordinierte Razzia in Spanien, Belgien, Ungarn, den Niederlanden und der Slowakei. Dabei wurden 17 Verdächtige festgenommen. Aber das ist noch nicht alles. Die Polizei hat eine Art Unterweltgefängnis entdeckt. 6 schalldichte Räume. Ja, genau das ist das. Das war so krank, ja, 2020 war das. Das war so heftig. Da haben die einfach dort Container gehabt, komplett schalldicht, beziehungsweise man konnte nichts dort hören. Und es waren einfach nur Folterräume mit irgendwelchen Geräten drin. Also übel krank. Räume mit Handschellen in Containern, geklaute Polizeiuniformen. Fucking hell. Und eine Folterkammer wie aus einem Horror. Guckt euch das an. Hier wurden sehr, sehr schreckliche Dinge verhindert. Bis heute werden in verschiedenen Ländern auf der Basis der EncroChat-Daten regelmäßig mutmaßliche Verbrecher festgenommen. Es gibt natürlich andere ähnliche Anbieter, die jetzt EncroChats... Also mir läuft's gerade eiskalt den Rücken runter mit dem Folterkammer. Ja, mir läuft's gerade eben übel heiß meine Kehle runter. Die Hitze, die hat's mich gerade echt... Er hat mich gerade echt Die hat mich gerade fertig gemacht. Platz einnehmen. Laut der Gendarmerie waren 90% der EncroChat-Nutzer Verbrecher. Die NCA... Alter, 90% sind Verbrecher auf dieser Plattform. Wie krank, bitte. ...konnte angeblich keinen Nutzer finden, der nicht in illegale Aktivitäten involviert war. Die Preisstruktur, die Art, wie die Handys verkauft wurden, Encrophones und ihre Versprechen von Anonymität und Sicherheit haben sich vermutlich ganz bewusst an Kriminelle gerichtet. Der Fall sollte dennoch nicht missbraucht werden, um Verschlüsselung als solche als kriminell oder als etwas Böses abzustempeln. Das stimmt. Gute Verschlüsselungstechnologien sind essentiell für unsere Privatsphäre. Sie sind ein wichtiger Schutzschild für die Bevölkerung vor autokratischen Systemen und Massenüberwachung. Keine Regierung der Welt sollte hier eine Hintertür bekommen mit vorgeschobenen Argumenten der Jagd auf Verbrecher. Die klappt ganz offensichtlich auch so. Gutes Video. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist schon heftig auf jeden Fall, was da alles passiert.
im Hintergrund. Das geht auf jeden Fall schon arg ab, muss ich wirklich sagen.